ja, war schon ein besonderer Moment im US-Wahlkampf, vielleicht sogar ein entscheidender. Man weiß es nicht. Am frühen Morgen unserer Zeit kam es zum ersten direkten Aufeinandertreffen von Kamala Harris und Donald Trump. Das erste TV-Duell zwischen der Demokratin und dem Republikaner. Es wurde einiges besprochen. Wirtschaft, Abtreibung, Migration. Beide Kandidaten schenken sich nichts. Teilweise wurde es dann aber auch ziemlich skurril, muss man sagen. Migranten würden Haustiere essen und die Demokraten würden Babys töten, so Donald Trump. Eine äußerst hitzige Debatte am Ende, die übrigens auch von US-Superstar Taylor Swift verfolgt und kommentiert wurde. Matthias Heinrich hat die Highlights. Tagelang haben sie sich vorbereitet. Kamala Harris laut New York Times in einem nachgebauten Studio. Donald Trump soll gebrieft worden sein, bei der Sache zu bleiben, mit Fakten zu antworten. Das erste Thema lautet Wirtschaft. Trump antwortet mit seiner Interpretation. Die Demokraten hätten sein Werk ruiniert. Und dann? Millions of people pouring into our country from Millionen drängen in unser Land aus Gefängnissen, Psychiatrien. Sie nehmen unseren Leuten, den Afroamerikanern und den Hispanics, die Jobs weg und natürlich auch den Gewerkschaftern. Wir müssen diese Leute wieder loswerden. Harris wirft Trump vor, die USA ruiniert zu haben. Donald Trump hinterließ uns die größte Arbeitslosigkeit seit der Depression. Er hinterließ uns die schlechteste Gesundheitsversorgung des Jahrhunderts. Und Donald Trump hinterließ uns die schlimmsten Attacken auf die Demokratie. Man höre in dieser Debatte von ihm die ständige Wiederholung seiner Lügen. Gegenseitig wirft man sich vor, keinen Plan zu haben. Trump wird persönlich. Harris wäre das Ende Amerikas. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. Sie ist eine Marxistin. Ihr Vater ist ein marxistischer Professor und schaut, was sie getan hat. Millionen Kriminelle in das Land gelassen. Das Thema Abtreibung bewegt Amerika. Natürlich ein Thema in der Diskussion. Trump mit einer glatten Lüge. Demokraten wollen die Exekution ungewollter geborener Babys befürworten. Das wäre nicht okay für ihn. Execution after birth, it's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. Trumps Abtreibungspolitik lasse keinen Ausweg für Opfer von Inzest und Gewalt. Was das bedeutet, eine Überlebende von Gewalt und Kriminalität hat keine Rechte über ihren Körper, das ist unmoralisch. Dann endlich das Thema Migration. Trump ist in seinem Element, allerdings immer etwas neben der Wahrheit. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. In Springfield essen sie die Hunde, sie essen die Katzen, sie essen die Lieblinge der Leute, die dort wohnen. Beweis, Fehlanzeige. Harris spielt auf Trumps eigene Taten an, angeklagt wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit, Wirtschaftsvergehen, sexuellen Übergriff. Auch außenpolitisch sei er der Größte, behauptet Trump und zitiert den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Alle Diktatoren würden ihn fürchten. Why is the whole world blowing up? 3 years ago it wasn't. Why is it blowing up? Warum brennt die Welt 3 Jahre nach ihm? Orban sagt, wir brauchen Trump zurück als Präsident. Die Chinesen fürchten ihn, die Russen und auch Nordkorea. Quoting him, China was afraid of him. North Korea was afraid of him. Eine Debatte mit Überlänge. Trump, wie man ihn kennt. Harris punktet aber durchaus mit Fakten. Das ahnt auch ihr Team. Es habe Spaß gemacht, heißt es. Das könne man gerne wiederholen. Guten Morgen nach Hamburg, Kerstin Plewe. Sie ist Politikberaterin und US-Wahlexpertin. Guten Morgen. Der Druck im Vorfeld groß, konnte sie denn die Erwartungen erfüllen? Die Rede ist von der Demokratin Kamala Harris. Ja, erstmal guten Morgen in die Runde. Ich glaube, sie hat die Erwartungen mehr als erfüllt, denn die waren nicht allzu hoch. Viele Demokraten waren skeptisch, ob sie dem Druck widersteht und ob sie entsprechend punkten und auch austeilen kann gegen Trump. Das hat sie exzellent gemacht und insofern hat sie die Erwartungen übererfüllt. Aber ich glaube, man muss die Erwartungen an dieses Fernsehduell tatsächlich ein bisschen kritischer hinterfragen, und zwar auf beiden Seiten. Weil worum es am Ende des Tages gehen wird, ist, die unentschiedenen Wähler in den USA zu überzeugen. Und was in dem Fernsehduell klar wurde, Trump hat seine Wähler wie immer auf seine typische Art, sage ich mal, befriedigt.
Kamala Harris hat die demokratischen Positionen inklusive der Attacken gegen Trump gefahren. Aber den klaren Unterschied, sie hat es ja in ihrem Abschlussstatement so ein bisschen angedeutet, hier, er will in die Vergangenheit, hier, ne, wir haben zwei Visionen zur Auswahl. Das fand ich, da hat sie tatsächlich nachgelassen, weil für die Unentschiedenen wären hier zwei, drei, vier Beispiele und nicht Zukunft und Vergangenheit, sondern zwei, drei, vier ganz konkrete Beispiele, wie denn diese Zukunft mit ihr als Präsidentin und mit den Demokraten aussieht. Und da fand ich, war ein verpasster Punkt. Nichtsdestotrotz heftiger Schlagabtausch zwischen beiden, ob es geholfen hat, die Unentschiedenen zu bewegen, wählen zu gehen in die eine oder in die andere Richtung, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Was wir heute Morgen allerdings wissen, in einigen Swing States auch, da konnte tatsächlich Donald Trump ein bisschen besser punkten als Kamala Harris. Und das muss man sagen, ja, trotz teilweise wirklich skurriler Aussagen, zum Beispiel zu Migranten, die Hunde fressen etc., ist es vielleicht genau dieses typische Donald Trump-Gebaren, was eben viele Menschen in den USA tatsächlich mögen? Ja, Donald Trump agiert da auf einer sehr emotionalen Ebene. Und da sind die Fakten, ob die Hunde essen oder Haustiere essen, völlig egal. Es geht um die Grundemotionen. Und die hat er am Schluss, finde ich, nochmal sehr auf den Punkt gebracht. Nämlich mit diesem Land geht es bergab. Und das ist die Grundemotion sehr vieler Amerikaner. Und hier hätte Harris aus meiner Sicht Gegengewichte setzen müssen. Tatsächlich auch die vielen positiven Faktoren, die unter Biden erreicht wurden, benennen. Und auch klar die Fake-Zahlen, die Trump immer wieder bringt, einfach widerlegen müssen. Aber was die Swing States anbelangt, ich vertraue den Umfragen seit dem Clinton-Wahlkampf nicht mehr so ganz. Ich glaube, es gibt Umfragen auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz, es wird ein enges Rennen und wir werden sehen, inwieweit gerade einzelne kleine Bewegungen, wie von Taylor Swift, die Mobilisierung ihrer Fanbase, wie von den Ultrarechten, die ein bisschen von Trump abzurücken scheinen, wie von anderen Organisationen, wie das noch einen Unterschied macht. Und nochmal, wie die Argumente und die Ängste der Amerikaner hingeführt werden zu einer Wahl, entweder für Trump oder für Harris. Ich bleibe dabei, es wird eng und es bleibt eng. Und wir in Europa können nur hoffen, dass wir einen Partner in den USA wieder haben, der die transatlantische Freundschaft weiter nach vorne führt. Nach Hamburg, danke. Kerstin Plewe. Ja, und die US-Regierung, die prüft nun eine Aufhebung der Beschränkungen für den Einsatz von Langstreckenwaffen durch die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Man arbeitet daran, sagte Präsident Biden in Washington. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet nun, eine Entscheidung stehe zwar bald bevor, die Regierung in Kiew müsse aber noch einige Monate warten, da die USA vor einer Übergabe weitreichender Raketen noch technische Fragen klären müssten. Russland veröffentlichte unterdessen demonstrativ Bilder von Raketentests beim größten Marinemanöver seit dem Ende der Sowjetzeit. Präsident Putin sagte, sein Land müsse auf alle Entwicklungen vorbereitet sein. Schauen wir nach Moskau zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, schauen wir auch noch mal auf dieses TV-Duell Trump gegen Harris. Das ist sicherlich auch in Russland mit Interesse wahrgenommen worden. Wer von beiden wäre Putin denn lieber? Hat er sich dazu schon mal geäußert? Herr Putin hat sich dazu geäußert und hat diesen ganzen US-Wahlkampf vollkommen durch den Kakao gezogen. Und mit den Aussagen des russischen Präsidenten kann man also null anfangen, um das jetzt einmal ganz klar zu sagen. Putin hat erst unlängst sich geäußert und hat gesagt, ja, Biden war ja unser Favorit. Und dann ist er aus dem Rennen gegangen. Biden hat empfohlen, Kamala Harris zu unterstützen. Also wollen wir das auch tun, sagt der russische Präsident mit einem süffisanten Lächeln im Gesicht. Und dann antwortet ihm dann Trump drauf und sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das verstehen soll, ob ich beleidigt sein soll oder nicht. Also hier wird irgendein Spielchen gespielt und in den Kreml können wir klarerweise traditionell nicht reingucken, weil uns da keiner ranlässt. Also Interna sind für uns überhaupt nicht zugänglich. Was ich machen kann, ist in der zweiten, dritten Reihe kremlnahe Beamte immer
wieder anzusprechen und zu fragen. Das habe ich heute Morgen gemacht nach diesem Duell. Und dann habe ich bekommen eine Antwort so nach dem Motto, ja, das kann man nicht so klar sagen, wer uns da lieber ist. Das ist alles äußerst schwierig. Und dann habe ich einen dieser Beamten festgenagelt und habe gesagt, also wenn du jetzt die Wahl hast, Harris oder Trump, wen würdet ihr bevorzugen? Und dann kam die Antwort Trump. Und das Argument war, weil Trump in irgendeiner Form doch Dialogbereitschaft signalisiert, immer wieder davon auch spricht, in der Ukraine Frieden schaffen zu wollen, eventuell sogar über einen Sanktionsstopp nachdenkt. All das ist natürlich sehr vage, weil jeder weiß ja auch in Russland, wie sprunghaft der ehemalige US-Präsident ist. Aber ich habe zumindest mal eine Antwort bekommen und die heißt Trump. Der Kreml würde wohl lieber mit Trump zusammenarbeiten als mit Harris. Eine Momentaufnahme, würde ich sagen. Christoph, schauen wir noch mal auf den aktuellen Kriegsverlauf, besonders in der besetzten Region Kursk. Was passiert denn da gerade? Also wir haben da jetzt ein interessantes Phänomen. Das erste Mal seit Anfang August, damals am 5.6. sind die Ukrainer eingedrungen in das russische Kernland, gibt es sozusagen aus russischer Sicht fast schon euphorische Nachrichten von diversen Kriegsbloggern, wie zum Beispiel dem Portal Zwei Majore, auch von Rybar oder auch wie so häufig von Juri Padalaka, pro russischer, ukrainischer Blogger. Und da heißt es, dass die Russen jetzt stellenweise zur Gegenoffensive übergegangen seien in der Provinz Kursk, gerade in dem Bereich Korin. Aber das Ganze liegt so circa 30 Kilometer im Inneren der Russischen Föderation. Also man muss sich vorstellen, dass es die Ukrainer geschafft haben, bis in eine Tiefe von circa 27 Kilometer vorzudringen an dieser Stelle. Und da gibt es jetzt die ersten Gegenoffensiven der Russen. Da gibt es wohl auch schon einige kleinere Erfolge, was aber nicht heißt, dass die Ukrainer jetzt hier alles liegen stehen lassen und sich da zurückziehen, sondern an anderen Orten in der Provinz Kursk, in der Nähe von Sucha zum Beispiel, greifen die Ukrainer auch noch an. Aber die Lage sehen die russischen Kriegsblogger eben bei weitem nicht mehr so pessimistisch wie noch vor einigen Wochen. Christoph, danke für deine ganz aktuelle Einschätzung. Und in Dresden, da ist ja in der Nacht die Carola-Brücke teilweise eingestürzt. Betroffen ist da der Brückenzug, auf dem das Straßenbahngleis und auch ein Teil des Gehwegs gewesen sind. Das hat der Sprecher des Lagezentrums auch bestätigt. Die Trümmer sind auf einer Länge von etwa 100 Metern in die Elbe gestürzt. Die Carola-Brücke ist eine der vier Elbbrücken in der Dresdner Innenstadt. Und unser Kollege Lutz Stordel, der ist inzwischen direkt vor Ort an dieser Carola-Brücke. Lutz, wie ist die Situation momentan und gibt es denn vielleicht auch schon erste Hinweise auf eine mögliche Einsturzursache? Die Hinweise gibt es noch nicht, aber wenn man hier steht, dann muss man wirklich sagen, also ein Riesenglück, dass das Ganze 3 Uhr nachts passiert ist und nicht mit beginnendem Berufsverkehr. Wir können hier mal schauen. Also das ist oder das war einmal die Carola-Brücke, eine Hauptverkehrsachse. Wir sehen diesen Teil, der hier total eingebrochen ist auf einer Länge von 100 Metern. Was da oben wie Oberleitung aussieht, das sind die Gleise oder waren die Gleise. Und das ist also ein separater Teil dieser Brückenkonstruktion. Die Autofahrspuren, die laufen auf einem anderen Pfeiler, die sind im Prinzip intakt geblieben. Aber dieser Teil ist also komplett eingebrochen. Und wenn wir weiter hinten schauen, da sehen wir also, das hängt alles durch. Das ist also durchaus offen, dass diese Brücke auch weiter nachgibt. Deswegen ist im Moment hier alles weiträumigst abgesperrt. Ja, man mag sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn hier im Moment des Einsturzes also eine Straßenbahn noch auf den Gleisen gewesen wäre. Also kein Personenschaden, das ist erstmal wichtig. Aber das, was für Dresden an dieser Brücke hängt, und beim Zusammenbruch sind auch noch Leitungen der Fernwärme beschädigt worden, sodass es in Dresden im Moment auch keine Fernwärme gibt. Das Terrassenufer wurde vom austretenden Wasser geflutet, das ist jetzt abgelaufen. Aber das Ganze wird die Stadt also Monate beschädigen, weil eben über diese Brücke ein Großteil des städtischen Verkehrs von der einen auf die andere Seite gelaufen ist. Das ist im Moment nicht mehr möglich, dass die Schiffsfahrt nicht mehr laufen kann. Auch das ist ja völlig klar. Und man wird nun im Laufe des Tages sehen, also wie viele Wochen braucht man überhaupt, um diese Teile zu bergen. Ein Neubau der Straßenbahngleise, wir kennen das, das wird sich Jahre ziehen. Also erstmal verkehrstechnisch ein Riesendesaster.
großes Glück, dass es zu keinen Personenschäden kam, weil eben ein Sturz am ganz frühen Morgen. Und dann müssen wir die Entwicklung im Laufe des Tages einfach abwarten. Lutz, lass uns ganz kurz mal sprechen. Du hast es angedeutet. Ziemlich wichtig für den Berufsverkehr, auch überhaupt für den flussüberschreitenden Berufsverkehr. Was heißt denn das am heutigen Morgen für die Dresdnerinnen und Dresdner? Und das heißt erstmal umstellen, also die Zufahrt ist weiträumig abgesperrt, das hat man im Griff. Es ist auch so, dass die benachbarte Augustusbrücke, die dann direkt zum Theaterplatz führt, die wurde in den letzten Jahren umgebaut zur Fußgängerbrücke. Also sie ist aus Ausweichstrecke nicht befahrbar, nur für Straßenbahngleise gehen noch drüber. Und nun muss man hier sehen, es gibt dann im näheren Umfeld noch drei Brücken, die die beiden Stadtseiten miteinander verbinden. Auf die muss eben einfach ausgewichen werden. Ja, und das jetzt hier auf lange, lange Zeit keine Straßenbahn mehr drüber geht. Das ist klar, also das sind Dinge, die wirklich sich über Monate ziehen und es bilden sich Staus, das ist klar, aber es ist jetzt noch nicht so, dass die ganze Stadt zugeparkt ist. Lutz Stordel, für den Moment recht vielen Dank nach Dresden.